Ja, hallo meine Lieben, hier ist mal wieder euer Heinz. Ja, wie ihr ja schon nach Videotitel sehen könnt, ja, bin ich immer noch krank. Ah, es ist mittlerweile die 9. Woche. Ja, ich war beim Doktor, den Weg kann man sich schon geschenken. Beim ersten Mal erklärt sie ihn, ja, es ist irgendein Virus, ja, welcher von denen erfunden hat sie auch nie gesagt, ja. Und ja, es ist nicht mehr wie früher, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, 3 Tage geht's, so dass man also maximal in 14 Tagen mal mit sowas durch ist. Nee, das dauert eben heute alles viel, viel länger. Also man kann sich schenken. Großes Blutbild gemacht, Woche später bin ich wieder hin, also man kann sich sparen. Nach dem Blutbild bin ich kerngesund, also weiß ich auch nie, was mir fehlt. Und ja, kann man knicken. Ja. Ja, nun behandle ich mich selber. Ich habe vorher im Tier Mayotte hatte ich das auch, wo ich so krank war. Hatte ich auch schon 8 Wochen, habe dann einfach wieder Jod, Meersalz mit Jod gegessen. Das hatte ausgereicht, die Menge. Und dann kam es zum Ausbruch. Diesmal musste ich ein bisschen höher gehen. Habe ich mir Jodid geholt, 200 Mikrogramm. Ich nehme aber jetzt 400 am Tag. Mache das jetzt noch eine Woche. Und dann gehe ich noch eine Woche auf 200. Und also. Ja, nehme OD3 mit K2, mit Vitamin K2. Und es merkt nun endlich, dass es vorwärts geht. Ja, die Nase läuft, der Hals kratzt, die Kopfschmerzen sind fast weg. Ja, die Gelenkschmerzen sind weg. Ja, in den Nasennebenhöhlen tut sich was, da lässt auch der Druck noch. Also es scheint zu funktionieren. Ja, ich trinke auch früh eine frisch gepresste Zitrone auf einem halben Liter Wasser gleich auf nüchtern Magen. Herrlich. Das tut die Verdauung ankurbeln und tut gleich den Dreck von der Nacht gleich noch mit durchspülen. Ja, gut, ich kann noch lachen. Ja, und esse viel früh Obst. Habe mir jetzt so Orangen nochmal geholt, obwohl das ja nicht mehr die Jahreszeit ist. Aber presst da 2 aus. Gleich mit Fruchtfleisch natürlich alles mit. Das ist schön. Ja, nehme Nektarinen jetzt, weil Apple kann ich momentan alle nicht mehr ran. Ja, viel Gemüse, dann gehe ich schon raus. Ja. Und Barfußwetter fängt ja jetzt wieder an. War schon barfuß schön unterwegs. Am Sonntag richtig mal Sonne getankt. Da haben wir die D3-Produktion auf dem natürlichen Wege. Ne? Da muss man nicht das chemische Zeug nehmen. Wir sind ja mit allem ein bisschen unterversorgt. Ja, meine Lieben. Ich habe ja nicht in 2 Wochen keine Videos gemacht, die ihr bisher ja noch gesehen hattet. Die wurden ja noch vorproduziert von mir, aber die sind nur alle, nur seit einer Woche alle, merkt ihr ja, dass nichts gekommen ist. Aber ich habe momentan wirklich keine Lust dazu, weil so richtig klar denken kann man auch nie. Und wenn man dann, habt ihr ja gesehen, in Sibirien lodgt man dann da rum, weil man einfach keinen Einfall hat, wo es weitergeht. Und da macht das Ganze ja dann auch keinen Spaß. Das ist, ja, dasselbe gilt auch fürs Orakel der Engel. Da kommt natürlich jetzt auch nichts, weil man kann ja die Botschaften gar nicht richtig verstehen. Man muss erstmal richtig verstehen für die eigenen. Ja. Wie man in die Heilung kommt, da hört man ja auch schon manches. Ja, und wenn man dann noch Karten legen soll und dann doch noch darauf hören soll, das ist dann auch schwierig für mich. Ja. Deswegen ist da auch Ruhe. Ja, also ich würde jetzt, ich denke, dass die nächste Woche ja auch erstmal nichts noch kommt. Ja, das wird jetzt vielleicht auch wirklich mal, ich werde es einfach auch wirklich mal so konsequent sein und dann eben gar nichts machen, ja, wie ich das andere Mal ja zwischenrein ja dann auch gemacht hatte. Wo ich erst bin krank und habe dann doch wieder, aber da hatte ich ja dann auch die wirklich heftigste Kopfschmerzen danach, da ging mir es ja auch nicht gut und das bringt einfach nichts. Ja. Ich wollte mich nur einfach mal melden, ja, nicht, dass er dann ja sagt, ja, ich bin verschollen gegangen oder mache einfach nichts mehr, aber im Moment ist wirklich, muss ich erst mal wieder gesund werden, sonst macht das Ganze ja auch keinen richtigen Spaß. Auch wenn ich hier und da mal noch einen Kommentar abgebe, ja, dann habt ihr ja immer noch ein Lebenszeichen beim einen oder anderen. Ja, ist ja auch weniger geworden in letzter Zeit, weil da einfach, oh, habe ich wieder aufstehen, die Tastatur bedienen, gucken durch die Videos da oben. Däumchen hoch, das schaffst du noch, aber dann den Kommentar schreiben. Ja, meine Lieben, da wollte ich mich einfach mal wieder melden, dass es mich noch gibt und dass ich eben immer noch an der Gesundheit herumknapper. Ja, und eben noch ein bisschen Ruhe brauche. Ja. Da hoffe ich doch, dass es euch wenigstens gut geht. Ne? Wünsche euch auch das Beste und sage dann wie immer bis zum nächsten Mal. Dann hoffe ich mit mehr Stimmung wieder. Tschüss, euer Heinz.